Was ist Bluetooth? Bluetooth ist wie WLAN eine kabellose Verbindung zwischen Geräten. So kann dein Smartphone zum Beispiel verbunden werden mit deinem Autoradio. Dann kann das Smartphone im Kofferraum liegen, du brauchst dich darum überhaupt nicht zu kümmern. Und wenn jemand anruft, dann klingelt es in deinem Autoradio. Und da ja sowieso eine Freisprecheinrichtung vorgeschrieben ist, kannst du da problemlos und frei telefonieren. Wenn du Bluetooth auch zu Hause mit deiner Musikanlage verbunden hast, heutzutage haben nämlich die jungen Leute kaum noch Musikanlagen ohne Bluetooth, weil du siehst sie ja ganz oft mit Stöpsel in Ohren und ihrem Smartphone und die hören Musik unterwegs und wenn sie nach Hause kommen, dann schaltet sich automatisch ihr Smartphone kurz mit dem Lautsprecherboxen und sie hören die Musik, die sie eben noch über ihre Kopfhörer gehört haben, hören sie dann aus der Box. Und die Boxen, die haben wirklich einen fantastischen Klang. Ich habe das bei meiner Enkelin gesehen. Ganz toll. Wenn du Bluetooth gerade nicht brauchst, also dein Smartphone ist gerade nicht mit einem Autoradio verbunden oder mit einer Musikanlage zu Hause, dann solltest du Bluetooth immer ausschalten, weil Bluetooth genau wie WLAN ständig auf der Suche ist, ob es Geräte in seiner Umgebung hat, mit dem es sich verbinden kann. Es kann sich nicht automatisch verbinden. Du musst das immer zulassen. Du wirst aufgefordert, wenn jemand zum Beispiel mit einem anderen Smartphone sich mit deinem Smartphone verbinden will, weil er zum Beispiel Fotos übertragen will von einem Smartphone aufs andere oder aufs Tablet, dann wird auf beiden Smartphones oder Smartphone und Tablet eine Abfrage bestätigt, ja, ich lasse das zu. Weil ohne diese Bestätigung kann keine Verbindung zustande kommen. Und diese Verbindung kann natürlich auch immer sofort wieder getrennt werden. Aber wie gesagt, wenn du sie gerade nicht benötigst, dann schalte sie aus. Weil dadurch, dass das Bluetooth ständig sucht, wo sind hier rings um mich herum Geräte, mit denen ich mich verbinden kann, verbraucht es sehr, sehr viel Akku. Und um den Akku zu schonen und um den nicht ständig wieder aufladen zu müssen, ist es sinnvoll, dein Bluetooth halt auszuschalten. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, dann komm in meinen Kurs. Da erfährst du noch viel, viel mehr von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir dein Däumchen nach oben und abonniere meinen Kanal. Den Link zu meinem Kurs setze ich unter das Video. Bis dann, hier war Roswitha Uhde aus Berlin.